Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt hier alles so funktioniert, weil irgendwie will mein Aufnahmeprogramm nicht, was ich sonst immer benutze. Deswegen muss ich das Ganze jetzt mit OBS machen und das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe mit OBS bisher eigentlich immer nur gestreamt oder halt ein Video zum Ankündigung Gedöns von ihr Gedöns Stream genommen. Deswegen, ihr werdet wahrscheinlich einen Unterschied feststellen von der Qualität und was nicht all und bla und blub. Und ich mache mir jetzt immer einen 15-Minuten-Timer. So, dass ich dann immer die Parts direkt fertig habe. Dann muss ich nichts mehr bearbeiten, sondern kann die direkt hochladen. Ich weiß auch nicht, irgendwie mein normales Programm, was ich sonst immer benutze, das, ja, möchte nicht so ganz. Irgendwie gibt das keinen Ton aus und es speichert die Dateien nicht mehr vernünftig ab. Keine Ahnung, was da los ist. Deswegen muss ich jetzt hierauf zurückgreifen. Irgendwann habe ich auch mal vor, mit der Elgato das Ganze nur noch zu machen, weil dieser komische Grabber geht mir auch langsam auf den Geist. Von daher, so, ich starte mal meinen Timer. Und wir starten mal. Ich hoffe mal, dass das alles synchron bleibt und... Ja. Nun. Also. Ich weiß, dass wir nochmal Prismania City müssen. Ich weiß aber nicht mehr, wo Prismania City ist. Und ich habe mir gar nicht angehört, was wir machen wollten. Ich glaube, ich habe auch gar nichts gesagt. Von daher, Prismania City. Wir brauchen die Karte. Kaffee. Ganz viele Autos draußen. Ist Lavandia oder Lavandia? Ah, okay, wir müssen also nach links. Gut. Ich glaube, wir wollten auch nach links, oder? Ja, auf jeden Fall müssen wir da noch den Arenaleiter besiegen. Gundula oder wie die heißt, auf jeden Fall. Ich glaube, das war irgendein alter Name. So. Sind wir jetzt schon im Prismania City? Ne, das ist dieser komische Tunnel. Ah, guck mal. Ich glaube, wir sind da. Was ist eigentlich mit dir? Halte dich aus Team Rockets Angelegenheit daraus. Ja, ja. Hier ist... Wo war denn hier die... Arena, die war doch irgendwo hier links. Kriegen wir dann Schwimmen von dem? Das wäre ja sehr gut. Wie geht's überhaupt meinem Pokémon? Gut. Und ich habe gehört, dass hier... Also die Schwimmen. Surfer meine ich natürlich. Ich weiß nicht mehr, wo die war. Wo ist die fucking Arena? Die war die nicht hier oben irgendwo? Ich weiß das nicht mehr. Ach ja. Dennis war übrigens jetzt am Wochenende bei mir. Und wir waren mal wieder im Wildpark. Und da hab ich jetzt mal Kühe gestreichelt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Kühe gestreichelt habe. Es war sehr feucht. Ich habe die auch gefüttert und die haben mir die ganze Hand abgeleckt. Aber es war putzig. Möchte ich gerne nochmal machen. Ich habe eigentlich gedacht, die hätten keine Zähne. Also beziehungsweise keine Zähne vorne. Also Backenzähne ja, aber keine Zähne vorne. Ich dachte, die würden irgendwie mit der Zunge das Gras an den Gaumen drücken und das dann so abreißen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht... Oder macht das irgendein anderes Tier? Ich weiß es nicht. Und die Zunge ist sehr, also sehr widerhakig. Übrigens. Ja, das interessiert euch jetzt auch sehr viel. Wo ist diese Drecksarena? Bestimmt hier unten lang. So,
Christoph war das, ne? Ne? Was da draußen, du? Ah, das Arena. Wer bist du denn? Da hat schon wieder keine Augen und kein Gesicht. Und das ist gruselig. Aber das habe ich auch, glaube ich, hier war ich noch gar nicht. Hehe, diese Arena ist voller Frauen. Der ist da nicht ernsthaft am Spannen. Na gut. Er guckt halt in die Fenster rein. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Okay. Hey! Nein, gar kein Wasser-Pokémon. Hier gibt's... ihr Raub hier und so ein Scheiß. Du darfst hier nicht... also Pflanzen und so ein Kram. Auto. Ein Knofenser, Level 23. Ach komm, der Lars kriegt das bestimmt auch gut hin. Wirbelwind. Ja, raff ich nicht. Flügelschlag? Ja, ne? Warum nicht? Ultrigaria, das ist die zweite Entwicklung davon. Also, ja. Also die erste Entwicklung quasi. Nein, ich möchte gerne Lars draußen behalten. Nein! Nicht einschlafen. Ah, warte mal. Halt! Nein, ich wollte auch gar nicht angreifen. Mal gucken, ob die Pokéflöte funktioniert. Haben wir die noch? Oder habe ich die schon wieder weggeschmissen? Ich habe sie weggeschmissen. Dann... 31, 22, 28, Dave. Du musst auch mal wieder ein bisschen gelevelt werden. Oder auch nicht. Ach, vergiftet. Okay, ich dachte, das wäre schon wieder... Ah, Fußkick. Das war's, glaube ich, schon. Yay! Sei nicht so grob mit mir. Dann kannst du ja mal raus zum Opi gehen. Der ist bestimmt nicht so grob mit dir. Mir wurde es schon langweilig. Ja, dann geh nach Hause. Dann ist das nicht so dein Job. Wer bist du denn? Schönheit, die ist nicht schön. Ein Mirapla. Ich versuche da trotzdem mal mit Dave drauf einzuhämmern. Wie viel? 2? Oh, 5. Ne. Es wäre cool, wenn sich jetzt das Mirapla selbst vergiften würde. Als von mir Giftgedöns abgezogen hat. Fußkick. Ich hoffe mal, dass das auch alles so passt von der Lautstärke, ja? Nicht effektiv stand dann, ne? Dann nehmen wir mal den Karate-Schlag. Wird wahrscheinlich auch nicht effektiv sein, aber trotzdem. Yay, Volltreffer. Ein Knopfhänser. Nein. Es läuft ja noch ganz gut. Ist aber auch einfach, weil ich die Arena viel früher hätte machen müssen. Nö. Dave. Ach, fast. Fast. Ich bin mal gespannt, was die Arena-Leiterin hat. Ulrike oder wie sie heißt. Yay!
Hey, Level 29, Super Dave. Und noch ein Knuffenser. Nö. Nice. Super. Meine Frisur ganz zerzaust. 1470. Ah, da sind ja noch welche. Ich dachte, das wären jetzt nur hier die drei. Hä? Die stand doch eben noch auf der anderen Seite, oder nicht? Die stand doch außen. Und jetzt auf einmal stand sie innen. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Ja. Schön, dass du dir das Einfachste vom Einfachen irgendwie aussuchst. Ah, Knuffenser. Also ist immer noch am Pennen. Aber es wird auch, glaube ich, wird nicht aufwachen, wenn ich nur rumlaufe. Sondern ich muss dann, wenn dann schon irgendwas machen. Dat Wickel. Ja, komm du mit deiner 2-KP-Attacke da, ey. Das wird langsam langweilig, doof. Dankeschön. Karate-Schlag. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, welches von den beiden besser war. Auf jeden Fall haben wir hier gebronhüttet wieder. Wunderschön. Noch ein Knuffenser. Nö. Tudum. Bitte auch one-hitten. Please. Dankeschön. Wunderbar. Nein. 1680. Was ist denn mit euch so? Ach du Scheiße. Muss ich gegen die alle kämpfen? Mache ich jetzt erstmal noch gegen die eine hier. Hallo! Hier dürfen nur Frauen herein. Ich bin eine Frau. Aber ich darf mir keine weibliche Person aussuchen hier. Pfadfinderin. Was hast denn? Ein Bisasam. Hm. Ich gehe mal noch weiter mit dem Dave. Hoffen wir, dass er jetzt nicht direkt kaputt geht. Sehr schön. So, und jetzt bitte one-hitten. One-hitten. Ah, fast. Nicht töten. Ja, Heuler, super. Super. Haben wir noch das Bisasam mit dem Dave getötet. Dieser Knosp ist die Weiterentwicklung. Nö. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Oh, sieht so hässlich aus. Das hat mir schon im Anime nicht gefallen. Nicht töten, nicht töten. Danke. Bepflanzt. Was bringt das eigentlich? Entzieht das dann auch mal irgendwie was? Aber super. Dave macht's alle platt. Platt, platt, platt. Ich bin schockiert. Nur 480, was ist da los? Okay, dann können wir ja mal da oben loslegen. Ich schätze mal, dass die mit den schwarzen Haaren, die, hier Brigitte ist. Was wollte ich jetzt hier? Pokémon. Christoph. Okay, wir dürfen die alle bekämpfen. Bringe bloß keine Käfer oder Feuer-Pokémon hierher. Ist echt Käfer? Ist Käfer gut gegen... Ja gut. Wenn man so Blattläuse und sowas, natürlich. Hm. Danke für diese... Ne? So, Lars pennt noch. Shen ist doch Käfer, oder nicht? Stimmt, da hat mir auch irgendjemand gesagt, dass da, glaube ich, hier Psychokram ganz gut ist. Das heißt... Konfusion.
Doch. Ich dachte, das wird mehr abziehen. Also One-Hitten-mäßig. Aber das war immerhin mehr als 2/3, von daher. Ich glaube, ein Windstoß hätte da auch gereicht, aber ich gehe nachher... Nee, ich glaube, ich mache die ganze Arena so durch, aber... Ein Duflor. Das ist dieses... Nee, das war Blutzug. Duflor war, was die ganze Zeit schon kam. Nee. Mirapla war das, was die ganze Zeit schon kam. Ist das die Weiterentwicklung? Ich weiß es nicht. Blutzug ist cool. Ich mag Blutzug. Na, 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 na. Yay! Shannon wurde vergiftet! Yeah! Yay, Shen erreicht Level 33. Mir geht da gerade noch so ein Gedanke durch den Kopf. Und warum hat mein Weckerchen nicht geklingelt? Achso. Ich weiß, warum er nicht geklingelt hat, weil er noch 2 Sekunden zu laufen hatte. Gut, dann werde ich mal hier die Aufnahme kurz stoppen und direkt wieder loslegen.